meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge All Friends. Ich würde diesem Mann natürlich immer sagen, All Friends. Merkwürdig. So, wartet. Genau. Hier wird diskutiert und es gibt was zu saufen. Ina bringt was mit. Sie hat einen kleinen, ja, so einen Diner gefunden, hätte ich beinahe gesagt. Und da nimmt sie mal was zu trinken mit. Für die Mädels, damit die saufen können. Wein und so. So. Also, dieser Nebel ist wirklich krass. Vernünftige Entscheidung. Was hat es jetzt eigentlich mit diesem Unfallvideo auf sich? Oh, ich habe gerade einen Nasenorgasmus gehabt. Sorry, Leute. Ach ja, stimmt. Da haben wir echt noch mal ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Hä? Ich weiß von gar nichts. Am Geister gefilmt. Jetzt stell dich nicht doof. Jetzt tu doch nicht so, Ina. Nochmal zur Erinnerung. Pass auf! Gott. Eure Scherze sind ja oft eh grenzwertig. Ina, ich bin wirklich sauer auf euch. Ich wollte sagen, da stöhnt noch jemand. Nein, aber ist nicht. So etwas zu schicken war echt too much. Hä? Wer soll das dem Wim geschickt haben? Ach, hör doch auf, Ina! So. Hey, Sandy Maus, wird gemacht. Bla bla, das Video. Oh Gott, was ist da los bei euch? Also mir war es auch ziemlich makaber. Die anderen erzählten schon, dass ihr euch gerne mal einen Spaß erlaubt. Wie ist das nur möglich? Ich verstehe es nicht. Ja, ja. Das habe ich nicht. Das habe ich dir nicht geschickt, Sandy. Habt ihr das Video überhaupt gedreht? Ja, klar. Zugegeben, euch reinzulegen macht echt Spaß. Aber ohne Scheiß, dieses Video kommt nicht von uns. Dagegen hat ja auch keiner was gesagt, aber das war einfach nur gemein. Spaß dir, Ina. Wurde ja von ihr geschickt. Glaubt doch, was ihr wollt. Wir fahren weiter, sobald sich der Nebel etwas gelegt hat. Und wenn Samu wieder geradeaus in die Augen gucken kann. Ich muss ein wenig Akku sparen. Der USB-Anschluss im Auto ist kaputt. Und ich hab meine Powerbank vergessen. Ich hab nicht mal eine, ne? Gut vorbereitet, wie immer. Ich hab nicht mal eine, ey. Das ist auch bei mir voll für den Arsch. Gerade jetzt mit dem Bus und so und alles. Könnte ich gut einen gebrauchen. Sollte ich mir mal zulegen. Ja, man merkt es, wenn man es braucht. Also, ich schreibe kurz, wenn wir uns wieder auf den Weg machen. Boah, Ina ist und bleibt ein totaler Chaot. Anni. Sorry, da bin ich wieder. Wie gesagt, ich kann Mika leider immer noch nicht erreichen. Na, immerhin erreichst du mich. Die haben da wohl einen ziemlich miesen Empfang. Ich habe mir echt schon Sorgen gemacht, dass da etwas passiert ist. Ist alles in Ordnung bei ihr? Mika ist doch keine 3 mehr. Du machst dir aber wirklich Sorgen um deine Schwester. Süß, wie sehr du dich um sie sorgst. Na, 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 na. Und womit? Mit Recht. Die macht ja nur Blödsinn, wenn man nicht aufpasst. Ja, da gebe ich dir komplett recht, ne? Genau. Treibt sie ständig in diesen baumfälligen Ruinen herum. Das kann doch nicht gut gehen irgendwann mal. Da kann man gar nicht so schnell gucken, wie da was Schlimmes passiert ist. Ja, ich stimme dir, ich pflichte dir komplett bei Pflicht. Du findest ihr Hobby wohl nicht so toll. Das ist das, was Wahres dran. Ich kann dich beruhigen, ihr geht's gut.
Ach, das ist es gar nicht. Aber diese Idioten. Eigentlich finde ich das ja sogar ganz spannend. Ich habe bloß echt Angst, dass sie etwas zustößt. Das ist unser kleiner Hund, der bellt. Das kann man nicht abschalten. Ne? Ich will es nicht auch noch verlieren. Wen denn noch? Was meinst du? Sorry, ich hätte nicht damit anfangen sollen. Doch, jetzt hau raus. Jetzt wollen wir auch alles wissen, ne? Genau. Muss ich mir irgendwelche Sorgen machen? Da gibt es also einen Grund, warum du dir solche Sorgen machst. Schon gut, du musst mir das nicht erzählen, wenn du es nicht möchtest. Ja. Unsere Eltern. Sie sind vor knapp 4 Jahren gestorben. Überall sterben die Leute, ne? Diese Healing auch schon, die Eltern. Ein besoffener Geisterfahrer. Und dann wollte er trinken, genau. Der hatte nicht den Hauch einer Chance. So ist das manchmal im Leben, ne? Letzte Woche ist bei uns ein Busfahrer ums Leben gekommen. Ein Kollege von Autokraft. Im Segeberger Bereich. Ich kannte ihn persönlich nicht. Was mal vorwegzunehmen, aber es geht ganz schnell. Schneller, als man gucken kann. Tödlicher Unfall durch Geisterfahrer. Wenige Tage nach dem schweren Unfall wurden nun erste Obduktionsergebnisse bekannt. Der Geisterfahrer, der 2 Menschen mit in den Tod gerissen hat, stand unter Alkoholeinfluss. Der 20-jährige alte Geisterfahrer ist betrunken gewesen. 1,9 Promille Alkohol sei im Blut des Mannes bei der Obduktion festgestellt worden, teilt die Polizei mit. In der Zeit würden Zeugen befragt, ob der 20-Jährige vor dem Unfall Schlangenlinie fuhr. Diese Befragungen sollen auch die nächsten Tage andauern. Der junge Mann war am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn als Geisterfahrer unterwegs. Sein Auto kollidierte frontal mit einem anderen Wagen. Der 20-Jährige riss 2 Menschen, die in diesem Auto saßen, in den Tod. Auch er kam ums Leben. Ja, so ist das manchmal. Ja, zumindest im Normalfall ist es ja so, irgendjemand baut Scheiße und andere müssen dafür büßen. Und der die Scheiße baut, der kommt irgendwie davon. Oh mein Gott, mir fehlen die Worte. Sorry, das wusste ich nicht. Das muss schrecklich für euch gewesen sein. Ja, offensichtlich. Und jetzt verstehst du vielleicht, warum ich mir so große Sorgen um sie mache. Ich weiß, dass ich sie damit nerve. Und wahrscheinlich auch dich. Nö, alles gut, ich kann das ab. Aber ich kann einfach nicht anders. Nee, alles nervt nicht so viel rum jetzt. Ich befürchte immer gleich das Schlimmste, wenn sie mal nicht ans Handy geht. Naja, aber so übertrieben muss das ja noch nicht sein. Aber durch so viele Sorgen belastest du dich nur selbst. Oh Mann, das tut mir so leid, das kann ich verstehen. Ich weiß, das sagt Mika auch immer. Siehste? Kam wie aus der Pistole geschossen. Oh je, ich schütte dir hier mein Herz aus. Ja, ist doch okay, dafür bin ich da. Dabei kennen wir uns überhaupt nicht. Nee, alles gut. Obwohl du mir schon irgendwie vertraut vorkommst. Ja, klar. Mir kommst du auch sehr bekannt vor. Hui, das finde ich aber toll. Und da du jetzt wohl der Einzige bist, über den ich Mika erreichen kann, sag ihr bitte, bei Lu geht es soweit gut. Er hüpft wieder rum wie ein junges Reh. Ach herrje, das ist eine Kackwurst. Da hat er eine Kackwurst hingemacht. Nachricht wurde gelöscht. Sollten wir wohl nicht sehen, wa? Oh je! Falsches Foto! Ach, was söd, ne? Ja, unsere Lotte ist auch so ein Löten-Cheater, büdelt, ne? So ein Löten-Clean-Cheater ist happy auch, du Husto. Der muckt auch immer ganz viel, viel Blödsinn, ne? Der habt immer so immer Krabben im Kopf, du, tatsächlich, dir, du. Immer dasselbe mit den jungen Dingens. Ja. Gott, wie peinlich, sorry für das andere, Mika, sorry, das andere war für Mika. Der arme Teppich, ich sehe Balloon, ist im besten Händen. Alles gut, ich werde sie ausrichten.
Aber behalt das mit dem Foto bitte für dich, ja? Ich will ja eine Überraschung machen. Das wollte ich Mika vor die Nase halten, wenn sie wieder hier ist. Mein Gott, das ist ein Welpe, da passiert sowas. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich weiß, ich hab dich schon mal gefragt. Ist es weiterhin okay, wenn ich dich hier und da nerve, um zu erfahren, ob alles in Ordnung ist? Ja, nach wie vor sehr gerne. Du kannst mich gerne auch einfach so kontaktieren. Hier und da? Ah, geht schon in Ordnung. Das geht in Ordnung. Danke, Tonji. Hast du was gut bei mir? Ja, ich merke das schon. Die Musik rockt gerade voll, Alter. Nicht dafür, kein Thema. Ich komme darauf zurück. Auf jeden Fall. Ne? Wenn das jemand sagt, der muss auch seine Schulden begleichen. Babam. Ina, neue Nachricht erhalten. Mir privat jetzt? Nee, hey. Na du, hey Tomji, hast du einen Moment? Nö, eigentlich nö. Hey, ich dachte, dein Akku wäre am Ende. Das ist die perfekte Antwort. Ich wollte es einfach nicht so stehen lassen. Du musst einen ziemlich miesen Eindruck von mir haben. Ja, hab ich. Von uns beiden. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von der Sache halten soll. Hand aufs Herz. Hast du das Video geschickt oder nicht? Oder wir hätten noch die Möglichkeit gehabt, das Video wäre geschmacklos gewesen. Das Video kam wirklich nicht von uns. Ich glaube dir. Vor allem nach dem, was heute alles vorgefallen ist. Ich würde dir das ja wirklich gerne glauben, aber wie erklärst du dir dann, dass es von deinem Handy kam? Ich weiß es nicht. Aber schau selbst. So, noch nicht lange. Ich gebe dir Bescheid. Bis dann. Huhu, Süße. Irgendein Depp hat die Tasche mit den Weinflaschen fallen lassen. Wir Mädels haben nun leider keinen Wein hier. Könntest du bitte für den Danke welche mitbringen? Und 3 Tüten Chips wäre cool. Hey, Sandy Maus, wird gemacht. Ja, dann. Siehst du? Ich habe wirklich kein Video geschickt. Das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist. Ja, was ist dir denn schon heilig? Zugegeben, manchmal sind wir unsere Pranks ein bisschen zu weit gegangen. Aber sowas würde ich doch niemals an den anderen schicken. Nicht nach dem, was mit Mikas Eltern geschehen ist. Mhm. Eben. Schon gut. Achso, schon gut. Hab von dem Unfall gehört. Zumindest machst du auf mich erstmal einen vernünftigen Eindruck. Ich denke, davon wirst du die anderen nicht überzeugen müssen. Okay. Darüber werde ich mich doch niemals lustig machen. Mika muss stocksauer sein. Ich werde sie gleich mal anschreiben. Wir sagen, dass ich selbst schockiert war über dieses Video. Ich hoffe nur, sie beruhigt sich wieder. Habt ihr das denn gemacht? Das ist doch die interessante Frage. Habt ihr das Video überhaupt gedreht? Drückt mir die Daumen. Aber wer denn sonst, ne? Das wird schon wieder. Danke, Tomji. Oh je, noch 5% Akku. Ja, jetzt ist vorbei. Hier gibt's keinen Strom in weißen Dingsbums. Ich dussel, bin mal wieder vorbereitet wie ein Profi. Ich versuche mal Glück bei der Tankstelle. Vielleicht darf ich da kurz an die Steckdose. Was? Dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen Reserve, wenn wir losfahren. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Die werden dir ja wohl mit einem bisschen Strom aushelfen. Denk an den Wein und die Snacks. Hätte ich beinahe vergessen. Aha, guck mal. Mal sehen, was es da so gibt. Bis später, Tomji. Thank you.
So, Jerry. War noch nicht mal was mit denen eigentlich da? Nee. So, langsam sehe ich auch Gespenster. Ja, ist ja gut. Alles gut. Jerry, verdammt, wo zur Hölle bist du? Ratet mal. Ja, und wo sind deine Gespenster? Du hast einen Friedhof gefunden. Nein, noch besser. Ein Krematorium. Bingo! Also Bingo. Bingo. Ah, guck mal, er ist da. Er ist jetzt da. Oh, hella. Was ist das für Gespenster? Ja, sieht gut aus. Ist ja heftig. Da gibt es also tatsächlich einen Friedhof. Okay, gut, Leute, wir müssen Chico machen für heute. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Tja, und Friedhof. Beim nächsten Mal. Krass, dass du den bei dem Nebel überhaupt gefunden hast. Also, tschüssli, Müsli.